In Darksiders für PlayStation 3 und Xbox 360 schlüpft ihr in die Rolle von Krieg, einem der vier Reiter der Apokalypse. Im Irrglauben, das jüngste Gericht sei losgebrochen, kommt Krieg auf die Erde und wird reingelegt. Ein mächtiger Dämon will die Weltherrschaft an sich reißen und macht Krieg für die Vernichtung der Menschheit verantwortlich. 100 Jahre später bekommt der Reiter die Chance, sich zu rehabilitieren. Wuchtiger Muskelmann mit noch wuchtigerem Schwert schlitzt sich durch Gegnerhorden. Kennen wir das nicht irgendwoher? Der Schein trügt. Auch wenn es zunächst danach aussieht, ist Darksiders kein God of War oder Devil May Cry Klon. Im Gegenteil. THQs düsteres PlayStation 3 und Xbox 360 Gemetzel orientiert sich spielerisch tatsächlich eher an Nintendos Zelda-Reihe und dem unvergessenen ersten Soul Reaver-Spiel. Zwar gibt's auch ordentlich Schwertgefuchtel und zerteilte Monsterkörper, doch einen Schwerpunkt bildet die Kampfaction eigentlich nur in der ersten Spielstunde. Danach entfaltet Darksiders sein wahres Potenzial. Ihr rätselt euch in den Dungeons durch ziemlich knifflige Kopfnüsse, um Wege zu öffnen oder Schalter zu erreichen, und erkundet die riesige Welt auf der Suche nach versteckten Extras. Wie in Nintendos Zelda-Reihe findet ihr in verborgenen Kisten nämlich Energiecontainer bzw. im Fall von Darksiders Teile von Totenschädeln und Zornwirbeln. Sammelt ihr vier davon, erhaltet ihr einen größeren Gesundheits- oder Zornvorrat. Der Zorn ist das, was Krieg zum Auslösen seiner besonderen Fähigkeiten braucht. Die sind anfangs noch recht begrenzt, doch wenn ihr beim gierigen Dämon Wulgrim Station macht, dürft ihr die gesammelten Seelen erledigter Gegner in neue Angriffe, Waffenkombos oder gar Waffen investieren. Das Kampfsystem erinnert mit seinen vielen Kombos, aufrüstbaren Special Moves und Finishern ziemlich stark an God of War. So müsst ihr für die dickeren Brocken erst die richtige Strategie rausfinden, während ihr die herumschlurfenden Zombies entweder am Boden ausklopft oder ihnen zwischen den Fingern eures Kampfhandschuhs einfach die Birne zerquetscht. Genau wie bei Sonys Kriegsgott hinterlassen auch bei Darksiders besiegte Gegner Seelen, die eure Gesundheit, euren Zorn oder das Portemonnaie aufpolstern. Nach den ersten Spielstunden bekommt ihr nach und nach die ursprünglichen Fähigkeiten des Reiters zurück. So könnt ihr euch schon bald in die feurige Urform von Krieg verwandeln und so lange unter den Gegnern aufräumen, wie euer Zornvorrat reicht. Doch bis ihr wieder ganz ihr selbst seid, ist es ein langer Weg. Und der führt durch 5 Dungeons sowie eine frei erkundbare Welt, in der ihr nicht nur Energiecontainer findet, sondern euch später auch auf die Suche nach den Bruchstücken eines magischen Schwerts machen müsst. Um dabei nicht zu lange Laufwege auf euch nehmen zu müssen, könnt ihr bei Wulgrim gegen Bezahlung abkürzen. Später darf Krieg sogar auf sein feuriges Streitross steigen und durch die Endzeitlandschaft galoppieren. Eine andere Möglichkeit des Reisens ist zum Beispiel der Ritt auf einem himmlischen Flugdrachen. Das Biest nehmt ihr an einer Stelle des Spiels feindlich gesonnenen Engeln weg, um bequem zum nächsten Dungeon zu reisen. Als besonders bequem entpuppt sich der Ritt im Nachhinein allerdings nicht, denn es kommt zur Ballerei im Panzerdragoon-Stil, in der ihr jede Menge Himmels- und Höllenwesen aus der Luft holen müsst. In den thematisch unterschiedlichen Dungeons, wie diesem ehemaligen Gotteshaus mit höllischem Lavakeller, müsst ihr einige Kopfnüsse knacken, um es bis zu den Bossgegnern zu schaffen. Per Schalter öffnet ihr verschlossene Türen oder hebt und senkt Plattformen, um weiter in die Gewölbe vorzudringen. Wie Nintendos Spitzohr Link findet auch Krieg unterwegs neue Waffen, die ihm jeweils dabei helfen, die speziellen Anforderungen der jeweiligen Abschnitte zu erfüllen. Hier stößt Krieg auf die mächtige Kreuzklinge, die einem überdimensionalen Wurfstern ähnelt. Das Coole an dem Ding: wie Vampirjäger Blade oder Mützenträger Link markiert ihr mehrere Objekte gleichzeitig, um sie der Reihe nach umzusäbeln. Eine weitere Einsatzmöglichkeit der Kreuzklinge findet sich in kleineren Rätseln. Diese Bombengewächse brauchen nämlich Feuer, um zu explodieren. Was tun? Ganz einfach. Zuerst eine Fackel anvisieren, dann die Bombe mit dem feurigen Wurfstern entzünden. Kabumm!
Das nimmt kein gutes Ende für dich, Reiter. Auch die Bosskämpfe fordern den Einsatz neuer Waffen. Dieses fliegende Ungetüm hier müsst ihr zum Beispiel mit Bomben bewerfen und dann eure Kreuzklinge einsetzen. Nach einer Explosion geht das Monster zu Boden und ihr könnt es ordentlich mit eurem Schwert bearbeiten. Ein sehr cooles Element der Darksiders-Welt sind die lebendigen Tore, die Zugänge zu neuen Abschnitten blockieren. Diese zusammengekauerten Steinriesen können euch erst passieren lassen, nachdem ihr sie vom Fluch der Dämonen befreit habt. Dazu wechselt ihr in die Schattenwelt und kämpft euch durch Arenen. Hier müsst ihr jeweils eine bestimmte Aufgabe lösen, um bis zum Dämonen vorzudringen und ihn zu erledigen. Diese Aufgaben lauten zum Beispiel: besiege 50 Gegner in 4 Minuten oder erledige die Gegner nur mit bestimmten Angriffen. Habt ihr alle Dämonen in der Schattenwelt entdeckt und unschädlich gemacht, kehrt ihr einfach zum Tor zurück und es geht weiter. Darksiders ist eins dieser Spiele, die ideal für lange Winterabende geeignet sind. Das Abenteuer wird euch je nach Spielweise zwischen 20 und 25 Stunden beschäftigen. Macht nicht den Fehler, Kriegsrachefeldzug als God of War oder Devil May Cry Klon zu sehen. Das wird dem Titel nämlich nicht gerecht. Darksiders passt genau in eine Sparte, die auf PlayStation 3 und Xbox 360 immer noch stark unterrepräsentiert ist. Fantasievolle Action-Adventures. Wer also volljährig ist, keine Wii besitzt und trotzdem mal wieder nach bester Zelda-Manier durch Dungeons turnen möchte, liegt bei THQ's Darksiders genau richtig.